Shalom Aleichem, ich habe eine Frage. Es gibt zwei Menschen. Jetzt beide sind begraben, beerdigt. Einer ist ein Tzadik und einer ist ein Rosche. Von wo wissen wir, als der Tzadik geht in Gan Eden und der Rasha geht in der Genen? Es ist da ein Beweis auf dem? Nun, entweder. Von wo wissen wir, als ein Tzadik geht in Gan Eden und ein Rosche geht in Gehenem? Wir wissen es, weil die Teure sagt uns das. Und die Teure ist die Quelle für alle Wissen. Ob du willst probieren, denn zu sein auf der Basis von deiner begrenzten Erfahrung, gut, wenn ein Mensch lebt nach seiner begrenzten Erfahrung, soll er gesund sein. Wir leben schon Jiddischkeit tausende Jahre und erfahren alles, was wir kennen und das, was wir wissen, und wir wissen gar nicht. Und erfahren, hören wir und lernen wir das, was die Tora uns sagt. Beibringt. Mitteilt. Hashem, der Ewigste, hat gerettet zu unserem Volk auf dem Berg Sinai. Und er hat gesagt zu Moshe Rabbeinu, er ist ein Navi, ein Prophet. Und er hat gesagt, Moshe wird reden von mir. Das heißt, Moshe ist Hashems Fürsprecher, Katalysator, Lautsprecher. Und ganz klar Israel, danke, hat gehört. Moshe Rabbeinu hat geschrieben in die Torah, Vaishkav im Avotav. Als Avrom Avinu hat sich Arob gelegt mit seinen Eltern, wurde begraben mit seinen Eltern. Jetzt, wo sehen wir seine Eltern gewesen? Avrom ist nicht beerdigt geworden mit seinen Eltern. Terach ist gewesen in Choron. Avrom ist beerdigt wo? Hebron. In Marat Machpela. Aber es steht, als er ist beerdigt geworden mit seinen Eltern, Väter. Der Entfert ist, als er hat vereinigt mit seinen Eltern in Olam Abba. Das, was sagt Rabbi Ovadia Sforno aus Italien. Bei Aaron steht auch, als er ist geworden eingesammelt zu seinen Eltern. Aber Aaron ist doch nicht beerdigt geworden mit seinen Eltern. Aarons Tate ist beerdigt geworden in Mitzrayim und Aaron ist nicht in Mitzrayim. Moshe Rabbeinu ist gelegt geworden auf den Harnevo, aber es steht geschrieben auch bei Moshe, du gehst sich herablegen mit deinen Eltern. Ist die Teure von Moshe sagt offen, als wenn der Mensch geht weg von der Welt, geht er zu seinen Eltern. Zu seinen Eltern, das meint in Olam Haba, in kommende Welt. Wenn sie sind zwei verschiedene Stufen. Warte, deshalb geht das auf die Idee von Olam Haba. Der Aaron und Moshe sind nicht mit ihren Eltern, Avrom ist nicht mit seinen Eltern. Ja, Sefer Avotav. Okay, das ist Olam Haba. Das ist der Beweis von Rabbi Ovadia Sforno. Aber es gibt hier verschiedene Stufen. Warte, lass uns die Gedanken beenden und dann kannst du gerne fragen. Also euch, in die Torat Emet, in die wahre Torah von Moshe, steht geschrieben von Bilam. Bilam war ein Rasha. Mein Seel soll sterben, atoit von den ehrlichen Menschen. Tamot nafshi, mot yesharim. So steht. Mendik, den Am Israel. Also das Volk Israel. Er will sterben wie Aid. Was meint das? Ich will sterben wie Aid. Sag weiter die Torah. Utei achariti kamohu. Und mein Sof soll mein Ende soll sein, die Ende von den Juden. Was hat er gewollt? Beerdigt werden in dem jüdischen Friedhof? Big deal. Was meint noch denn?
mein Acharit, mein Tachlit, mein Ende soll sein wie Seere Achris, wie Seere Tachlis. Ein offener Posuk, was Bilom hat gesagt, Halevai, ich noch gekannt sterben wie sie und sie haben Leben noch die Teut wie sie haben. Okay? Und könnte sein, dass Achrit, man sagt ja auch, dass Achrit Aimin wird ja wird der Mashiach sein, weil die Juden und die Chassidei Umot HaOlam werden aufstehen wie der Mashiach. Sehr gut. Dann will er auch wie Juden will er weiterleben. Ewig. Es seien da offene Psukim überall in die Tora. Ist wenn Moshe ist gesagt geworden, du Hashem, geh zu meinem Volk und du wirst reden von mir, ist jeder eine, der uns gehört auf dem Berg Sinai. Verstehen wir? Als Moshe Emes, wird Teuroso Emes, es ist nicht da, kein schon andere Qual von Emes, kurz von Tora. Ob du hörst uns andere Menschen, hörst du uns Schecker. Es gibt nicht zwei Emet. Moshe Emet und Torato Emet. Und der Pfarrer, Kodesh Baruch Hu, sagt, Kol Israel, Yeshlaim, Chedek L'Olam Abba. Alle von Israel, welche glauben in mir und seinen Getreu zu mein Teure und glauben, dass es gibt noch Leben in kommende Welt, weil hoben Achelek L'Olam Abba, zum kommende Welt. Ja. Und wenn sie gehen, kommen sie zum Olam Abba. Und die anderen werden bekommen, was es kommt, sich. Also jeder wird bekommen, das, was er hat verdient. Und der Pfarrer, es ist keine Frage. Wir haben eine offene Demonstration auf die Wahrheit von Olam Abba, von dem Mund von Moshe Rabbeinu. Und es seien noch eine Sache andere Beweise von der Tora wegen dem. Von wo wissen wir? Von wo? Wir wissen von der Tora, das ist die Antwort. Und alle Jiden, die lernen Tora jahrelang, haben uns gesagt, auch bei Rambam, bei einer von den 13 Ani Ma'amin, ist, dass Hashem belohnt Gomel Leish Chesed Kemifalo, Noten Le Rashara Kirishato. Er gibt der Guter, der Wohltäter, gemäß seine Gutes und bestraft der Freveler gemäß seine Bosheit. Ja? Ich lach le keitz yamim eschichinu igdal, das was man sagt beim Anfang von Gebet. Ja? Und das ist eine Sache, was man beginnt dem Gebet und man beendet dem Gebet. Igdal, am Anfang vom Gebet, sagen wir, dass Hashem belohnt und bestraft. Und am Ende vom Gebet, einer von den Animamin ist, dass Hashem belohnt und bestraft. Und meistens in Olam Haba. Shkoach.